passend zur Fußball-WM behandle ich heute auch ein entsprechendes Sportspiel. Mit Anstoß habe ich damals etliche Stunden verbracht. Mir gefiel der etwas lockere Stil im Vergleich zum Bundesliga-Manager. Ich bin nun wirklich kein Experte, was Fußball angeht, aber es macht einfach viel Spaß. Wie hält sich das Ganze? Was taugt Anstoß für den PC heute noch? Das Spiel wurde von der damals legendären Firma Asco 1993 zuerst für den Amiga veröffentlicht und dann auch für MS-DOS-PCs. Diese Version besprechen wir dann hier auch. Das Spiel kam so gut an, dass verschiedene Nachfolger und Spin-Offs erschienen. Das letzte klassische Manager-Spiel erschien 2007 unter dem Namen Anstoß, 2007. Das Spiel hat heute immer noch eine treue Fangemeinde und so könnt ihr sogar zum Beispiel Patches zur aktuellen Saison mit allen Spielerdaten herunterladen. Leider ist es heute nicht mehr ganz so einfach an das Spiel heranzukommen. Das Spiel gibt es weder auf GOG oder auf ähnlichen Seiten. Am besten, ihr kauft euch einfach eine Version bei eBay oder bei Amazon und spielt das Ganze dann in DOSBox. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Trainers bzw. Managers einer deutschen Fußballmannschaft. Ziel des Spiels ist es, irgendwann so viele Erfolge einzuheimen, dass man zum Bundestrainer berufen wird. Dazu müsst ihr euch um Spielertransfere kümmern, das Training, die richtige Taktik und so weiter. Euer Aufgabengebiet umfasst jedoch nicht nur die Position des Trainers, sondern auch des Managers. So müsst ihr immer die Finanzen im Auge behalten und könnt zum Beispiel auch das Stadion ausbauen, Eintrittspreise festlegen und so weiter. Anstoß kombiniert also ein Fußball-Trainerspiel mit einer Wirtschaftssimulation und die Kombination ist auch echt klasse geworden. Was mir besonders gefällt, ist die Menüführung. Für die einzelnen Bereiche erwarten euch hier keine schnöden Textlinks, sondern es ist alles harmonisch in eine Art Büroansicht eingegliedert. Ihr wollt auf den nächsten Spieltag schauen? Klickt einfach auf den Kalender. Ihr wollt an der Mannschaftsaufstellung herumschrauben? Dann klickt auf das Klemmbrett. Das war zu der Zeit bei Wirtschaftssimulation angesagt und versprüht auch gleich so einen zeitlosen Charme. Sogar kleinere Easter Eggs von anderen Spielen in Ascons, wie zum Beispiel das Patrizia-Bild bei den Tipps, haben es in das Spiel geschafft. Hier wurde also sehr liebevoll gestaltet. Das war bisher jetzt aber natürlich alles nur der grobe Rahmen. Wenn Spieltag ist, geht es natürlich richtig zur Sache. Um ein Spiel zu verfolgen, habt ihr sogar verschiedene Optionen. Im Schnellmodus wird euch lediglich das Ergebnis angezeigt. Im Textmodus wird euch per, schriftlicher Berichterstattung die Vorkommnisse dargestellt. Der dritte Modus kombiniert den Textmodus mit ein paar grafisch dargestellten Szenen. Die sind aber natürlich immer die gleichen und wiederholen sich daher relativ schnell. Den Schnellmodus würde ich euch jedoch nur in Ausnahmefällen empfehlen, da ihr nämlich in den anderen noch Taktikänderungen während des Spiels vornehmen könnt. Das kann durchaus ab und zu schon einmal das Zünglein an der Waage sein. Das war natürlich jetzt nur eine grobe Zusammenfassung und das Spiel hat noch viel mehr Feinheiten unter der Haube. Ich wurde beim Spielen auf jeden Fall wieder voll reingesaugt und hatte auch aus heutiger Sicht keine Probleme mehr mit der Bedienung und ähnlichem. Man kann das Spiel sogar mit bis zu 4 Spielern spielen. Per Hotseat-Modus wechselt man dann immer durch. Die Grafik von Anstoß ist einfach zeitlos. Klar, die Auflösung mag jetzt nicht wirklich die beste sein, aber der Stil passt auf jeden Fall immer noch. Die Menüs sehen super aus und der einzige kleinere Knackpunkt aus heutiger Sicht sind die Spielszenen, die relativ wenig Abwechslung bieten. Der Sound ist ebenso zeitlos und passt immer zu den Situationen. Was taugt Anstoß für den PC also heute noch? Es mag natürlich sein, dass die Nostalgiebrille meinen Blick etwas trübt, aber ich hatte beim erneuten Spielen sehr, sehr viel Spaß. Das Spiel ist absolut zeitlos von der Bedienung und vom Spielprinzip her. Jeder Fußballbegeisterte sollte einmal in dieses Spiel reingeschaut haben. Das war der Test zu Anstoß für den PC. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.